haben ordentlich gefeiert. Das Team hat das Moment echt genießen und es gehört auch so, weil jeder Einzelne hat es verdient in diesem Jahr. Und ich persönlich habe es auch ein bisschen mehr gefeiert als im ersten Jahr, weil ja, dieses Mal habe ich es mehr, ja, ich glaube, es war mehr für mich dieses Mal, weil das erste Mal in 14 war ich auch ein kleiner Kerl, junger Kerl aus Südafrika, habe gar nicht gewusst, was der GT Masters ist und dass es so groß ist. Und dieses Mal, ja, nach 6 Jahren oder 5 Jahren hier in Deutschland mit der GT Masters dabei, weiß ich jetzt, wie groß die Ehre ist und dass es nicht jedes Jahr passiert. Und deswegen haben wir es richtig gefeiert. Ja, vielen Dank. Erstmal sicherlich ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein bisschen speziell jetzt, dass wir das schon vorzeitig sichern konnten, jetzt hier im letzten Wochenende zu sein. Das ist irgendwie alles noch so ein bisschen surreal für mich, aber mega Gefühl. Ich glaube, dass wir immer konstant waren. Wir waren immer in die Punkte. Ich glaube, nur 2 Siege sind wir definitiv nicht das Auto mit den meisten Siegen. Ich glaube, da hat Lamborghini und Corvette vielleicht einen Vorsprung auf uns gehabt. Aber die haben das halt nicht zusammengebracht. Und wir waren jedes Mal Top 5, Top 6 dabei. Klar hatten wir in Zandvoort nicht ein optimales Wochenende, aber trotz des Wochenende haben wir es wirklich immer zusammengebracht. Auch wenn wir nicht ganz vorne waren in Quali, haben wir immer in das Rennen mit ein bisschen Strategie oder ja, mit der Schlauheit vom Team nach vorne gearbeitet. Ja, normalerweise, also muss ich schon sagen, wenn du im Fahren so voll fokussiert im Tunnel, speziell wenn du führst, da überlegst du noch gar nicht so viel nach, was jetzt genau passiert. Aber mein Kollege, der Kelvin, hat so einen super Job gemacht in seinem ersten Stint, dass ich da einen ziemlich komfortablen Vorsprung hatte. Und das ist es mir schon passiert, dass ich mal studiert habe, wo ist der krasse Lambo genau, kann es jetzt reichen? Und ja, kam schon der eine oder andere Gedanke. Ja. Ja, das ist immer schwierig, einen Titel vom Anfang an zu führen, weil du hast einen riesen roten Knopf auf dem Auto hinten dran. Also jeder wollte dich schlagen natürlich. Ich habe eigentlich das Gefühl vergessen, weil ich war immer die Hunter, die von hinten kam. Und dieses Mal waren wir immer vorne. Und dann hast du immer was zu verlieren. Bei jedem Rennen hast du was zu verlieren. Und dann ist es immer schwierig, nimmst du den Risiko jetzt oder nicht. Und das war für uns schwierig dieses Jahr. Ich kannte das Team eigentlich schon ewig. Ich habe für eine Eventsfirma gearbeitet. Und ich wusste schon, dass aus dem Hintergrund, dass es was gut werden kann. Und dann war natürlich die Sache, um eine gute Teamkollege zu finden. Das ist immer wichtig in GT Masters. Und da haben wir die perfekte Ersatz für Sheldon gefunden in Patrick. Und das hat er hat vom Anfang an super geliefert. In jedem Qualifying, das war sein Schlüssel zum Erfolg dieses Jahr. Wir haben echt am Samstag immer viele Punkte gesammelt. Und der Titel gehört auch an ihm. Ja, ein Riesenteil ist an ihm. Gekriegt. Selbst noch eine Woche nach dem Titelgewinn liest irgendjemand wieder in der Zeitung was und schreibt mir nochmal nachträglich alles Gute. Also schon wahnsinniges Feedback und es zeigt auch, dass glaube ich, das GT Masters mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat in der ganzen Rennsportszene. Dass es sehr, sehr viele Leute verfolgen, auch bei uns zu Hause in der Schweiz, und das ist natürlich etwas sehr Schönes. Bam! I was made to be a champion, so arrive as a champion. All the hard work and the dedication, I survive through any situation. Do you wanna be a champion? Got what it takes to be a champion. All the hard work and the dedication.